Preisträger des Prix Pantheon in der Kategorie Beklatscht und Ausgebuht, also Publikumspreisträger, ist in diesem Jahr das Duo Lumpenpack. Kommt rein. Gratulation. Hier bekommt ihr euer Preisgeld. Und natürlich auch eure Trophäe. Gratulation. Und die Blumen seien auch für euch. Die Bühne gehört euch. Ja. Dankeschön. Wir freuen uns. Jetzt dürfen wir noch, ich muss das einmal ablegen. Ich leg das mal hier. So, jetzt. Dankeschön. Wir freuen uns sehr. Wir sind, nein, um Gottes Willen. Also wir spielen jetzt noch ein Lied und das Lied haben wir geschrieben, weil wir seit einer Weile in Stuttgart wohnen und es handelt sich darum, oder in dem Lied versuchen wir den Ruf der Schwaben, der in Deutschland, also wir versuchen einen Ruf zu machen für Schwaben und wir sind selber keine, deswegen haben wir einen relativ guten Blick vermutlich auf das, was dort passiert und wir haben uns überlegt, welches Mittel wäre das Beste, um die Schwaben gut aussehen zu lassen und es ist ein Musical geworden. Ja, wir haben in der Vorbereitung viel Disney's Frozen geguckt. Wir sind also in diesem Moment in Glitzerkleidern auf dieser Bühne mit schön geflochtenen Zöpfen. Das müssen Sie sich jetzt einfach vorstellen. Oder ich weiß nicht, ob das im Fernsehen machbar ist, dass man das jetzt irgendwie in der Postproduktion macht, dass wir Kleider tragen. Und dann spielen wir für euch folgendes Stück. Denn ich wusste nichts davon, doch ist sie in mir wahr. Ein inneres Verlangen war doch so neu in dieser Stadt. Ich war schon immer sparsam, ich mocht schon immer Bands. Nach Stuttgart ziehen war dann bloß noch konsequent. Und ich spür, es will nach außen, es bricht aus mir heraus. Ich verbarg es viel zu lange und ich halt es nicht mehr aus. Es schlagen 8-2 Herzen so schwer in meiner Brust wie die seidener Medaille. Doch war mir nie bewusst. Ich hab eine Kehrseite, das ist Schwabenländle pur. Meine Kehrseite und jetzt feg ich durch den Flur. In meinen Adern kocht das Spüli. Wenn ich Dreck vor meiner Tür seh, muss ich den direkt wegkehren oder über Nachbarn meckern oder beides zur selben Zeit. Mein Besen ist kostbar, der Stiel aus Ebenholz, die Borsten aus Rosshaar, das Kehrblech aus Gold. Evada, Kehrdama, Magie zum Entstauben. Ich bin Harry Proper, Nimbus 3000. Kommst du mir in die Quere, behüte dich Gott. Denn in meinem Treppenhaus wütet ein Mob. Ich zögere auch nicht, dir die Fresse zu polieren. Von deinem Boden kann man essen, auf meinem kann man operieren, desinfizieren oder kastrieren. Hauptsache steril, Eldorado für Menschen mit Hausstauballergie. Der Hausflur, er ist jetzt virenfrei und clean. Der Hausflur ist das Gegenteil von Charlie Sheen. Dank meiner Kehrseite, das ist Schwarmländle pur. Meine Kehrseite, und jetzt feg ich durch den Flur. In meinen Adern kocht das Spüli. Wenn ich Dreck vor meiner Tür seh, muss ich den direkt wegkehren oder über Nachbarn meckern oder beides zur selben Zeit. Machst du dir Sorgen? Ich puste sie weg mit einem Laubbläser morgens um 6. Bist du oft allein? Fühlst du dich einsam? Nimm dieses Kehrblech, wir fegen gemeinsam. Wir breiten dem Schmutz dieser Welt nun ein Ende. Nimm diese Handschuhe zum Schutz deiner Hände. Ich trenne den Müll, aber mich nie von dir. Das Fegefeuer der Liebe. So mehr Disney wird nicht. Es lodert in mir. Lodert es auch in dir. Deine Kehrseite handelt nicht wieder der Natur. Deine Kehrseite und jetzt weg mit mir den Flur. In meinen Adern kocht das Spüli. Ich hab Frühjahrsputzgefühle. Du bist alles, was ich brauch. Baby, spülst du es nicht auch? Deine Kehrseite. Vielen Dank.